Junge Menschen sehnen sich nach traditionellen Werten wie dem ehrlichen Handwerk. Davon kann auch die Umwelt profitieren. Biologisch und grün sollen die urbanen Lebensräume gestaltet werden. Aber auch die Lust am Konsum und die Hingabe zu Genuss und Überfluss wird wieder zum Lebensinhalt. In den kreativen Köpfen unserer Zeit findet man experimentierfreudige Sonderlinge, die durch ihre spielerischen Schöpfungen wieder Leichtigkeit in den Alltag bringen. Trends treffen den Zeitgeist und sind so vielseitig wie die Ausübenden selbst. Von innovativ zu halsbrecherisch, von nachhaltig zu lukrativ. Die Sharing-Community wächst stetig. Was von vielen als Gegenentwurf zur Wegwerfgesellschaft gesehen wird, ist für andere ein lukratives Geschäftsmodell. Doch in einem stimmen sie überein. Ob Auto, Hund oder Garten, teilen macht glücklich. Ein Morgen in München. Auf dem Weg zur Arbeit holt die junge Unternehmerin Chino Semmeln. Und jetzt geht's los zum Laden. Fahren wir. Chinos Startup folgt dem Trend der sogenannten Sharing Economy. Der Gedanke einer Wirtschaft des Teilens verbreitet sich seit den 2000er Jahren. Im deutschen Raum wird der Trend oft mit kollaborativem Konsum bezeichnet. Was in der IT-Branche begann, hat vor allem über das Internet weitreichende Dimensionen angenommen. Die Idee: knappe Ressourcen sollen effizient gemeinschaftlich genutzt werden. Von Energie über Maschinen zu Gebrauchsgegenständen oder wie in Chinos Fall Ladenfläche. Willkommen im Phasenreich. Ein kreativer Businessplan ermöglicht es. Im Phasenreich teilen sich Café und Modeboutique eine Fläche von 35 Quadratmetern. Halb Einzelhandel, halb Gastronomie. Mitgründerin Bianca hat über 10 Jahre Erfahrung als Kellnerin gesammelt. Nun steht sie endlich hinter der eigenen Theke. Kaffee kochen ist halt eh das, was ich immer am coolsten fand oder was mir so am meisten Spaß gemacht hat, weil ich auch voll die Kaffeetante bin. Genau, deswegen so eigentlich so dieses Kaffee-Ding war so das Wichtigste. Ich glaube, mir macht das mehr Spaß als der Chino. Während Bianca sich um das Café kümmert, stöbern die ersten Kunden in der Modeboutique. Chino präpariert für sie den Durchgang zum Lager. Hier entsteht eine mobile Umkleidekabine. Den Hinterraum teilt sich das Phasenreich mit einer benachbarten Bar. Sharing-Zeitgeist. Selbst hier. 4 Quadratmeter Fläche können hier tagsüber abgezwackt und umfunktioniert werden. Das ist der Raum im Raum quasi. Im Laden jetzt noch irgendwie eine Umkleide, da hätten wir irgendwie so viel Platz wegnehmen müssen. Und haben wir eben gefragt, ob wir das so machen können, wenn wir es halt dann immer wegräumen quasi in der Nacht. Und es hat hingehauen und eigentlich ganz praktisch. Es war immer viel hin und her geschleppe, aber Die Idee zur Ladengründung gab es schon 2 Jahre vor dem Einzug. Lange fehlte eine Geschäftsfläche. Die Location im Szeneviertel vermietet nun ein gemeinsamer Bekannter an Chino und Bianca. Es gibt nicht so viele Immobilien, wo man jetzt irgendwie, nee, auch von der Lage, das ist ja auch immer echt Lage, Lage, Lage ist das Wichtigste. Oder man hat halt ein grenzenloses Budget, dann ist es vielleicht auch wieder leicht. Ja, aber deshalb braucht man wahrscheinlich echt Kontakte, um irgendwie mitzubekommen, so hey, da wird was frei, ja. So, weil sonst kannst du es eh vergessen. Also ich glaube, wir hatten da schon Glück einfach. Ja, und es passt noch beides rein, also eben die Gastro und man konnte das halt hier auch schön aufteilen. Ich glaube, alleine wäre es schon hart. Also dann würde man sich halt immer mehr verschulden wahrscheinlich am Anfang. Ja. Das geteilte Raumkonzept geht auf. Also ich war noch nie in der Boutique und habe eigentlich Kuchen gegessen, weil normalerweise schmeißen sie dich raus aus der Boutique, wenn du da mit einem Eis reinläufst. Aber hier sitze ich gemütlich mit einem Teller und esse Käsekuchen. Ein Pärchen kommen oder so, der Mann hat keinen Bock auf Shoppen, dann setzt er sich halt hin und trinkt einen Cappuccino und dann ist das Warten nicht ganz so schlimm. Samstagmorgen im Phasenreich. Das Sharing-Trendkonzept geht in die erste Runde. Die Fläche aus Café und Laden dient jetzt auch als Veranstaltungsraum für kreative Workshops.
Für Stricken gibt's erst einmal Rechenhilfe. Also vielleicht nimmst du 18 weg, dann sind es 63. Gegen Bezahlung mache ich das nicht. Mir hat es meine Oma weitergegeben und ich finde es schön so, weil das ja auch so ein bisschen gehypt wird die letzten Jahre, Stricken und Häkeln und Handarbeit. Ich finde es total schön, dass diese alten Sachen wiederkommen und deswegen gebe ich das gerne weiter. Und es macht auch total Spaß, je mehr man kann, desto sicherer ist man dann und genau, ist schön, das zu teilen. Das ist besser als YouTube oder, ich meine, dass man kann so direkt fragen, ja. Wie machst du das oder schaut das richtig aus? Shino und Bianca stellen ihren Raum zur Verfügung. Also wir hatten sogar von vornherein, das haben wir glaube ich sogar in unserem Businessplan geschrieben, ja, oder? Genau. Hatten wir eigentlich so die Idee, dass man so verschiedene Workshops machen kann, vielleicht auch verschiedene Themen, dass man eben mal sowas wie heute stricken oder mal irgendwie Pimp Your Style, dass man irgendwie alte Sachen, die man langweilig findet, mitbringt und mal da irgendwie was Cooles Neues draus macht. Wir hatten schon eine Freundin, die hat hier auch schon mal Yoga-Kurse gegeben. Stimmt. Da haben wir alles einfach freigeräumt und die haben dann hier Yoga eineinhalb Stunden gemacht und so. Und eigentlich können wir uns schon vorstellen, so für alles Mögliche den Raum auch zur Verfügung zu stellen. Während das Partyvolk im Glockenbachviertel noch in den Federn liegt, gibt es hier schon fleißige Hände. Werkeln und plauschen statt ausschlafen. Wolle kaufen kann, aber nicht so wirklich hinhocken und so schön. Zwei kleine Workshop-Runden haben Platz gefunden. Am Nebentisch werden unter Anleitung Ledergeldbeutel genäht. Ja. Wir waren eigentlich zum Frühstücken da, muss ich sagen. Hab dann die Mädels und Burm kennengelernt. Das ist der Überraschungseffekt. Irgendwo reinzukommen und zu sehen, dass mehr geht als was einzukaufen, sich wieder zu verziehen. Es geht so ein bisschen mehr um Gemeinschaft, als um irgendwo sein Geld zu lassen. Und das ist super. Schaut mal, wie idiotensicher das Ganze ist. Aber ich habe ein Gefühl, das wird was. Ja. Das ist super gut. Ich wohne auch oben drüber und kenne die Bianca schon eine Weile und hat sich das auch spontan ergeben, dass wir hier eben solche Veranstaltungen auch machen können. Und insofern ist das eine super schöne Sache, wenn man einfach sich da unterstützt. Und ich glaube, das entwickelt sich. Das ist jetzt noch nicht so. Es kommt so langsam auch, dass man Sachen zusammen macht und was ja auch total Sinn macht, wenn da jeder für sich selber rumwurschtelt und nicht vorankommt und wo macht man es und wie macht man es. Für die zwei Ladengründerinnen steht das Tagesgeschäft an. Es ist einfach, finde ich, spannend, wenn so Sachen passieren. Der Yogakurs war jetzt schon nach den Öffnungszeiten. Ja. Klar müssen wir da ja, genau. Den Öffnungszeiten. Und klar, wenn jetzt hier noch jemand sitzt und fertig strickt während der Öffnungszeiten, ist ja wurscht, das stört ja keinen. Deswegen kann man ja trotzdem sein Business machen quasi. Und eigentlich glaube ich auch eher, dass es spannend ist und belebt und dass das vielleicht auch fürs Geschäft eigentlich eher gut ist. Und, ja. Die Workshops haben sich mittlerweile gemischt. Die Teilnehmer tauschen sich gegenseitig aus. Und als zur besten Brunchzeit der normale Ladenbetrieb losgeht, wird eben kurzerhand draußen weiter gestrickt. Zum Sharing-Trend gehört auch das Prinzip Mieten statt Besitzen. Mathieu hat mit einem Freund vor wenigen Wochen ein Business gegründet, das sich um Lastenfahrräder dreht. Hier in Shinos und Biancas Laden will er eine Anlaufstelle einrichten. Die Idee? Stadtweites Lastenrad-Sharing. So, ich habe euch den Schlüssel mitgebracht. Ja, cool, dann kann es jetzt losgehen. Genau. Das ist auch cool. Da ist auch ein Imbusschlüssel dran. Und wir schreiben uns dann einfach den Namen auf, genau. Oder? Ihr kriegt da so ein Formular. Und, ja. Aber die bringen es schon immer wieder hierher. Die müssen es immer wieder hierher bringen. Genau. Ja. Fällt besser. Gehen wir mal raus. Ob Schlafplatz oder Parkplatz, teilen ist Trend. Mittlerweile sind über 1 Million Deutsche bei 150 Carsharing-Anbietern registriert. Die Variante mit den Lastenfahrrädern gibt es bislang hauptsächlich in Berlin. Machen wir vorne auch noch zwei, da sieht man es nicht so richtig gut, gell? Ja, also hier auf jeden Fall. Dafür, dass man so ein Fahrrad oder ein Auto eben nur ein-, zweimal die Woche braucht, dann ein paar tausend Euro
auszugeben. Das lohnt sich gerade für Leute, die in der Stadt leben, überhaupt nicht. Insofern ist das natürlich der Gedanke mit dem Sharing auf jeden Fall entstanden. Ich glaube schon, dass da ein krasser Trend hingeht in dieses Sharing allgemein. Also ja. Ferienwohnungssharing oder was weiß ich. Also es ist anscheinend auch schon bei den Reichen angekommen. Da gibt es schon auch so Sachen wie Flugzeugsharing und so. Und keine Ahnung, sogar wo die Leute das gar nicht mehr so nötig haben vielleicht. Also ich glaube, generell gibt's schon, ist es schon so eine Bewegung. Weil man auch weggekommen ist von materiellen Statussymbolen irgendwie. Das, mit dem Auto kann man heutzutage eher niemanden mehr beeindrucken, sondern eher mit coolen Ideen, mit einer reflektierten Form des Konsums, zumindest in so urbanen Bereichen. Und da passt halt diese Lastenvelo-Geschichte ganz gut rein. Also zwei Säcke Zement kann man transportieren, einen Haufen Bierkisten, genau. Oder einen kleinen Hund. Und einen großen Hund. So. Was jetzt? Der Tag im Ladencafé Phasenreich geht in die letzte Runde. Am Abend wird die Fläche zur Party-Location umfunktioniert. Die 39 Quadratmeter sind halb von Boutique, halb von Bistro komplett ausgenutzt. Doch ein DJ-Pult muss noch reinpassen. Ich glaube nur, dass wir den Platz irgendwann brauchen, Chino. Der DJ stellt seine Dienste ohne Entlohnung zur Verfügung. Für ihn Gelegenheit, seine Musik unter die Leute zu bringen. Das ist ja auch ein Ansatz, der hier im Laden verfolgt wird, dass man Sachen teilt. Und das ein Ding, das man sehr schön teilen kann, ist die Musik. Je später es wird, desto voller der Laden. Gefeiert wird zwischen Kleiderbügeln und Zuckerstreuern. Mit ein bisschen Improvisation wird die Fläche zum Veranstaltungsraum, den die Ladeninhaberinnen gerne zur Verfügung stellen. Wir sind halt da einfach mega offen und finden es auch super und freuen uns voll, wenn jemand irgendwie den Laden nutzen kann für seine Zwecke. Und auch vielleicht eine Idee mit reinbringen, so hey, wir könnten das und das machen. Wir kämen drauf alles an. Also klar, wenn wir denken, boah, das ist der Hammer, das wollen wir unbedingt, dann würden wir bestimmt alles freiräumen. Ja. Der große Trend vom Sharing findet auch in kleinen Nischen seinen Platz.